Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Sallys Welt-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich heb den jetzt nicht nochmal hoch, weil der war echt sackenschwer. 229 Euro hat er gekostet, soll einen Warenwert von 380 Euro beinhalten, ist noch verfügbar, Link dazu in der Infobox. Und ich glaube, das ist so einer der teuersten Influencer-Adventskalender, den ich so gesehen habe. Wenn ich diesen Adventskalender meiner Schwiegermama in Spee schenken würde, würde sie wahrscheinlich Luftsprünge machen, denn die ist total into it und ihr Mann sowieso auch. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal mit euch hier einen Blick reinwerfen. Das ist so eine richtig große Box, wo ich jetzt hier den Deckel entnehmen kann und habe hier dann das Logo von Sallys Welt. Das wäre wahrscheinlich sogar noch einfacher gewesen, um das einfach so als Thumbnail zu verwenden. Hätte ich keine Ahnung, wie viel Kilos heben müssen. Egal, alles für euch Leute. Genau. Wir haben hier Boxen drin enthalten. Ich kann es ja mal kippen, dann seht ihr das auch. Ne? Und die sind also wirklich riesige Geschichten, riesige Boxen. Alles ist total exorbitant. Ich hoffe, dass wir hier sehr viele Eigenprodukte von ihr finden werden, sehr viele Full-Size-Produkte und dass das auch wirklich sein Geld wert ist. Also so entspannt im Sitzen aufmachen ist hier, glaube ich, nicht. Ne? Ich habe jetzt hier die Nummer 1. Wow. Huch, das startet einfach mal mit etwas, was man in anderen Adventskalendern, gut, die auch vielleicht 100 Euro kosten oder so, letztes Jahr in der 24 gefunden hat. Wir haben hier eine richtig coole Google-Hub-Form. Die gefällt mir ausgesprochen gut. Ist in so einem wunderschönen Alt-Rosa, fast schon Rose Gold, ne? Sieht total schön aus. Wow, mag ich richtig gerne leiden. Und solche Produkte wünsche ich mir hier 24 Mal. Wobei, wir werden ja auch Food und sowas hier drin finden, ne? Oh, hier steht Start 1 bis 11 drauf. Ups, das ist natürlich interessant. Du hast hier dann zu jedem auch noch irgendwie Infos mit dabei. Cool. Briefumschläge. Wow. Das ist viel Info. Und dann hast du hier ein Rezept am Start. Schokoladen-Google-Hupf. Ach, das ist schön. Dann hast du auch noch einen 15%igen Rabatt, wenn du möchtest, auf Kitty Professional und Kenny Professional. Die Nummer 2. Oh, hier haben wir auch zwei Produkte drin enthalten. Das finde ich schon mal cool, weil jetzt in so einem Adventskalender nur so Puderzucker wäre öde. Und wenn du dann hier noch so einen Puderzucker-Zerstäuber mit dabei hast, feiert man das, glaube ich, ziemlich hart. Mensch, das ist durchdacht. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das ist tatsächlich gerade richtig geil, was ich hier für mich empfinde. Also, das hört sich auch irgendwie blöd an. Hier bitte Amorelie verlinken. Aber es ist tatsächlich irgendwie so, dass ich merke, okay, ich bekomme auch was für mein Geld. Wisst ihr, was ich meine? Also, du hast hier jeden Tag auch wirklich einiges zu lesen, wenn du möchtest. Dann hast du jeden Tag auch wohl irgendwelche dazu passenden Rabatte mit dabei. Das ist schon schön gemacht. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Belly Mug, eine handgemachte Stoneware-Tasse mit 400 ml Fassungsvermögen. Das ist ja mal schön. Also, das ist krass. Mir fehlen jetzt im positiven Sinne wirklich die Worte, was ich dazu sagen soll, weil ich habe schon wirklich auch einige Home-Adventskalender so ausgepackt. Aber dieser Adventskalender ist so schön. So, so schön. Also, das ist eine ganz tolle Kaffeetasse. Die werde ich so gerne verwenden. Ich glaube auch nicht, dass ich mir jetzt jedes Mal hier die Briefe durchlesen muss. Das ist ein bisschen schade, ne? Weil ich jetzt diesen Briefen gar nicht so diese Aufmerksamkeit schenken werde, wie jemand, der dann den Adventskalender auch wirklich im Advent auspackt. Aber du hast hier wirklich so viele Infos drin. Du hast hier so viel Liebe mit dabei. Du hast hier dann auch, natürlich ist es Eigenwerbung, ne? Ein paar Informationen auch noch so als, hey, guck mal, was es noch gibt mit dabei, dass du dir dann auch diese Mug-Viecher, diese Sallys Sia-Mugs nachkaufen könntest mit 20% Rabatt, dass du dann vielleicht sagst, Mensch, ich habe hier nur eine Tasse drin, ich will aber zwei haben, dann kaufst du dir noch eine, ne? Aber es ist schon schön gemacht. Hier haben wir die Nummer 4. Ach, guck mal, da kannst du selber Schokolade mit herstellen. Das ist so eine Form, da kannst du flüssige Schokolade reingießen und dir die dann selber so gestalten, wie du die gerne hättest. Das ist auch schön. Also ganz ehrlich, wir haben schon so viele Adventskalender auch gesehen, auch auf diesem Kanal über 100, ne? Und immer wieder war das immer so, dass ich gedacht habe, okay, nicht immer wieder, aber bei super vielen, die Firmen lassen nach. Gut, man zahlt 229 für diesen Adventskalender, aber es fühlt sich auch jeden Tag jetzt bislang richtig gut an, ne? Also das ist halt das, was ich als Feeling von einem Adventskalender mir erhofft habe immer und das bekomme ich bei diesem hier. Der 5. Dezember ist jetzt mal etwas kleiner und hier haben wir drin Lippenpflege Orange. Wie witzig ist das denn? 12 ml? Ja, das ist dann eher so ein Füller, aber es ist trotzdem irgendwie nett.
muss ich sagen. Von Saliha. Das ist dann eine Fremdmarke. Oder gehört das auch irgendwie zu Sallys Welt? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber eine Lippenpflege und vor allem mit Orangengeschmack finde ich auch irgendwie schon wieder passend für diesen Adventskalender. Lippenpflege passt zu Weihnachtszeit, Orange passt zu Weihnachtszeit und es passt auch zum Food-Bereich, ne? Boah, Nikolaus! Und vor allem die Produkte passen einfach auch in diese Kläppchen rein, ne? Wahnsinn. Und hier hast du eine Schürze drin enthalten aus weichem Jeans-Baumwollstoff für Erwachsene, große Taschen mit Bauchbereich, mit leicht verschließbaren Knöpfen. Das ist auch geil. Ich weiß nicht, gibt es all diese Produkte bei Sallys Welt im Shop auch zu kaufen? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber das hier wäre zum Beispiel eine Schürze, die würde ich safe meiner Schwiegermama in Spe schenken. Ich glaube, die wird es auch sehr, sehr feiern. Das wird hier noch ein richtiger Try-on, Leute, ne? Da hast du auch verschiedene Längen, die du hier oben einstellen könntest. Oh. Und dann kannst du dich hier so ein Schleifchen machen oder einfach ein Knötchen. Hast dann hier eine Tasche, auch sehr praktisch, ne? Und die ist richtig lang. Huch. Also, das ist cool. Also wirklich, die Nummer 7. Hier habe ich von Sally selber Bio-Vanille-Extrakt. Das ist natürlich super. Das ist alles super heute. Es tut mir so leid. Nein, es tut mir nicht leid. Das ist auch mal richtig so. 50 Milliliter sind hier drin. Das kannst du echt gut zum Backen nehmen. Und das ist total praktisch. Also wirklich auch sinnvoll. Und hierzu hat man dann nochmal 20% Rabatt auf den Mini-Tortenring, wenn man möchte. Das passt halt auch, ne? Wow, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die ist auch schon wieder richtig groß. Und hier haben wir XXL Muffinförmchen in Tulpenform, 60 Stück. 60, Leute. Das ist super. Finde ich total großartig. Kann man einfach gut gebrauchen, ne? Und wenn man halt auch so ein Fan von Sallys Backwelt ist, dann, oder Sallys Tortenwelt heißt es, glaube ich, ne? Dann backt man ja auch viel und dann verwendet man sowas halt auch. Und dann ist es halt auch nicht irgendwie so ein, brauche ich nicht oder ist ja halt da Produkt, sondern das sind halt irgendwie alles Produkte, die dann auch voll ins Thema passen. Ich glaube, ich muss das Video auch ganz schnell online stellen, weil ihr müsst es, ne, die Möglichkeit bekommen, dann auch gegebenenfalls diesen Adventskalender zu bekommen. Und wenn das so ist, dann ist es sehr wahrscheinlich auch in der Singles Week und da habe ich dann auch einen Code von Dalton, ne? Kannst du mit Single Claudi 30% aktuell sparen, wenn du möchtest, schau gerne mal vorbei. Habe ich in der Infobox verlinkt. Ja, genau, einfach nur so als kleine Randinfo. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas etwas Schwereres freuen. Citrus Hane. Was bist du? Eine Seife. Okay, ja, wir haben ja auch tatsächlich ein bisschen Beauty-Füllprodukte mit dabei. Wahrscheinlich sind es einfach Firmen, die mit Sally auch zusammenarbeiten irgendwie oder halt von ihr gut ausgewählte Sachen. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Zitrus ist jetzt nicht so mein Duft, aber es steht halt auch irgendwie für Positivität. Deswegen macht das auch Sinn, ne? Das ist auch sehr schön verpackt in so einer Blechdose. Das ist schon eine nice Kiste. Und dann hat man hier passend dazu auch immer noch irgendwie einen Rabattcode mit dabei. Bei der Lippengeschichte war das übrigens, dass du dann noch Hilfe ab einem gewissen Bestellwert theoretisch eine Seife dazu kriegen konntest für Umme. Und hier kannst du auf diese Raspberry-Werkzeuge aktuell dann sparen. Auch in der Nummer 10 wird es jetzt mit etwas Schwerem weitergehen. Hier haben wir Crunchy Haselnussaufstrich drin von Sallys Welt. Das sind auch 200 Gramm. Sowas mag ich auch richtig gerne. Und sowas kann man auch immer zum Backen mitverwenden. Ne? Dass wenn du dir dann irgendwie so eine Rollgeschichte machst. Wow. Ja, so Blätterteig-Sachen ist total easy. Das nimmst du einen Blätterteig, legst es aus, streichst dann sowas einfach drauf, rollst das ein und dann hast du quasi, ne, kannst es so dann abschneiden und dann hast du so halt ganz einfach irgendwelche Blätterteigteilchen, die gefüllt sind mit lecker Sachen. Und sowas ist halt so meine Art zu backen. Ich bin halt nicht so die Backqueen, aber daran muss ich halt denken, wenn ich sowas sehe. Die Nummer 11. Hier ist Annemarie Börlin drin, wie interessant. Blue Light Protection Spray, ein schützendes Spray. Ja, Rose Nature, 100 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ich meine, dass es auch online stand, dass man auch irgendwie halt so Beauty-Produkte mit dabei hat. Oder stand das nicht online? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde es auf jeden Fall total witzig, ganz ehrlich. Weil ich als eigentlich Beauty-YouTuberin mutiere ab August so ein bisschen in die, ich möchte ganz viele Adventskalender auspacken, Weihnachtsfee in Santa Claudi. Und habe dann in einem Back-Adventskalender, der jetzt so nicht unbedingt was mit Beauty zu tun hat, Beauty-Produkte drin und freue mich drüber. Hm. Leute, die normalerweise backen und dann den Adventskalender auspacken, denken sich, ach nö. Und ich denke mir, ach ja. Und dieses ganze Anti-Blue Light, das haben ja auch viele Firmen mittlerweile auch in deren Pflegeprodukten aufgegriffen. Ne? Und ja, genau, ist halt auch
ganz toll. Hier habe ich dann die nächsten Karten drin, 12 bis 24. Das ist so irgendwie alles mit Liebe und durchdacht und keine Ahnung. Ich meine, gut, bei 229 Euro und bei einer so großen Firma kann man sich das natürlich auch, ne, gönnen. Aber ich glaube, Sally ist jetzt bei weitem nicht so groß wie jetzt, keine Ahnung, Zalando oder andere große Firmen, L'Oreal oder so, ne? Und die haut hier einfach mal echt einen Klopper nach dem nächsten raus und das gefällt mir. Ach, guck mal. Hier unten geht's weiter. Da ist noch so eine Zwischenplatte. Tada. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir ein Messer drin. Sehr praktisch. Einfach mal so ein Brotmesser, ne? Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Wir haben sowas in deutlich billiger und kleiner, aber ich glaube, sowas kommt ganz gut. Können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Holla die Waldfee, die Nummer 13 ist auch schon wieder richtig schwer. Ach, guck mal, hier haben wir auch wieder was zu essen drin. Das ist auch geil. Sallys Knusperbrot, 600 Gramm, da kannst du dir selber ein Brot backen. Damit du zu Hause ein voll aromatisches Brot am besten, aus besten Zutaten backen kannst, habe ich feinste Mehl und Gewürze für dich in dieser Brotvormischung zusammengestellt. Dann kannst du noch Hefe, Wasser und Salz mit dabei geben und machst ein ovales Brot in einem Kasten oder sogar Brötchen damit. Och, die Nummer 14. Christmas Tea Time, das passt natürlich auch. Och, da kannst du natürlich hier deine Tasse auch für nehmen. Ich weiß gar nicht. Wenn du den Adventskalender auch hast, schreib mir mal gerne, ob alle auch diese Farbe haben oder ob es unterschiedliche gibt. Ja, gönn dir eine Auszeit. Sehr süß. 15 Pyramiden Teebeutel. Kräutertee aromatisiert mit Vanille-Orange-Geschmack. Ich bin hin und weg. Ich bin wirklich hin und weg. Wie durchdacht dieser Adventskalender ist und wie liebevoll der gestaltet ist. Klar, das ein oder andere kleinere Produkt, was jetzt nicht so einen riesen hohen Wert hat, aber für mich zählt ja der Vibe von dem Adventskalender und der catcht mich. Die Nummer 15. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich hier sogar noch eine Kerze drin finde, was ja für mich auch noch so richtig für Romantik und so weiter spricht. Vanilla Forest, ein Duft aus dem Silicon Valley. Ist das eine Kerze? Geil. Das riecht gut. Das ist toll. Der Adventskalender ist bombastisch, Leute. Der ist richtig, richtig geil. Das macht so viel Spaß hier. Ich weiß gar nicht, es ist auch eine Full-Size 200 Gramm. Ne? Das kannst du wahrscheinlich auch so bei ihr kaufen, keine Ahnung. Aber ich, also geil. Die Nummer 16. Auch was von Sally selber. Backformmesser. Ach, das ist interessant. Einfaches Herauslösen aus Backform ohne Beschädigung. Ja. Also ich kenne das auch noch so, dass man da mit so einem Brotmesser entlang geht. Das ist meistens nicht so sinnvoll, weil du machst da halt irgendwelche Kratzer und so rein, gerade in diese wunderschönen Teflon-Beschichtungen. Und hier hast du dann extra dafür einen Kratzer. Das ist was für meine, für irgendeine meiner Mütter. Die sind ja alle irgendwie ein bisschen mehr Backqueen-mäßig, ne? Die können da also, glaube ich, richtig mit eskalieren. Ja, und dann machst du das um die Backform drumherum. Und das eine guckt dann nach draußen und das hier guckt nach drinnen. Und dann hast du da auch wirklich so eine Führschiene. Wie sinnvoll. Ach Mensch. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und hier haben wir ein Upsala-Öl. Knoblauch, natives Knoblauch-Olivenöl extra. Frühernte kalt gepresst. 100 Milliliter sind hier drin. Und das sieht doch auch mal sehr, sehr schön aus. Also super, Top-Produkt, kann man verwenden. Selbst wenn man jetzt nicht so die Backqueen ist, ne? Olivenöl brauchst du immer. Knoblauch-Olivenöl ist natürlich auch nochmal eine ganz interessante Sache, wenn du jetzt Richtung Kochen gehst oder so. Mega. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember bekommen wir einen Kochlöffel. Finde ich super. Finde ich echt cool. Mit dem Herzchen drin, ne? Auch sowas. Sehr, sehr sinnvoll. Das ist halt gummiert, aber trotzdem starr. Also das ist auch sehr, sehr gut. Liegt wirklich toll in der Hand. Das finde ich toll. Mit dem Herzchen. Die Nummer 19. Das sieht ja fancy aus. Gartenkräutersalz. Oh, kannst du auch gut gebrauchen. Sally. Auch von ihr selber ist das, ne? 80 Gramm sind hier drin. Und sowas finde ich auch sehr, sehr hübsch. Kann man gut zum Verfeinern von Speisen nehmen. Dann kannst du das hier hin und her schieben, um dann auch wirklich das in dem Pöttchen drin zu lassen. Machst es hier auf, dass du das dann auch benutzen kannst. Cool. Die Nummer 20 ist sehr schmal. Das ist so ein Schaber, glaube ich. Ich muss ihren Brief lesen.
Das ist ein Universalschaber. Entdecke den ultimativen Helfer für die Reinigung und Entfernung hartnäckiger Rückstände. Ein Universalschaber. Aus Töpfen, Pfannen, anderen Oberflächen. Und das kann man damit machen. Ja, das ist schon relativ scharf, ne? Die Nummer 21. Hier haben wir ein Handhygienespray. Okay, das finde ich jetzt nicht so geil. Es passt irgendwie schon zum Vibe, Küche und so weiter, ne? Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Freue ich mich in Adventskalender generell nie drüber. Eau de Cologne Rose, 50 ml, yay. Aber das ist jetzt tatsächlich so das Fail-Produkt bislang im Adventskalender, muss ich gestehen. Weil, nee. Wobei es irgendwie auch passt. Aber dann wäre mir tatsächlich eine Handseife lieber gewesen als ein Handhygienespray, muss ich gestehen. Die Nummer 22, zwei Tage vor Heiligabend, haben wir hier Küchentücher, ein Küchentuch drin. Ja, sowas kann man auch immer ganz gut gebrauchen, muss ich sagen. Ne? Küchentücher gehen immer, die werden bei uns auch echt hochfrequentiert und das fühlt sich auch schön an. Ja. Hier habe ich jetzt den Tag vor Heiligabend, sehr, sehr leicht, den 23. Dezember und das ist auch nur eine Karte hier drin. Ein 30-Euro-Gutschein. Ab einem Warenkorbwert von 30 Euro, das heißt im Prinzip, wenn du 30 Euro im Warenkorb hast und den anwendest, und dann hast du 0 Euro. Also dann hast du im Prinzip keinen Mindestbestellwert. Das schließt dann quasi aus, dass du quasi etwas ausbezahlt bekommen könntest oder so. Das ist schon irgendwie cool, muss ich sagen. Doch, das kann man machen, ne? Dann kann man sich halt das, was einem noch fehlt, vielleicht kaufen oder so. Ich weiß nicht, inwiefern das auch mit anderen Gutscheinen kombiniert. Nee, leider nicht kombinierbar mit anderen Codes. Das wäre sonst cool gewesen. Aber gut, hier habe ich jetzt eine super schwere Nummer 24. Was ist da wohl drin? Oh, ich sehe es schon. Da stehen sie ja irgendwie dieses Jahr alle so ein bisschen drauf, ne? Auf diese Steingutgeschichten. Oder was ist das? Nee, noch besser. Oh. Ach, das ist süß. Das ist, oder? Hätte ich jetzt gedacht, dass es für Tee ist. Weil hier hast du halt das Sieb drin und das ist so ein richtig schweres Kesselchen. Und dann hast du hier, das kannst du vielleicht auf den Kamin stellen, dann wird das halt heiß, ne? Und dann kannst du das so ausgießen. Hast dann hier auch noch dein Sieb, wo du dann Tee reinmachen könntest. Ach, schön. Das ist ein cooles Produkt. Und dann hast du passend dazu halt auch noch ein Tässchen. Und dann hast du auch noch einen Tee hier mit am Start. Also da hat man sich eine Geschichte überlegt, die zu diesem Produkt passt. Das gefällt mir. Also jetzt mal ohne Flachs. Von diesem Adventskalender können sich doch super viele Firmen eine dicke, große Scheibe von abschneiden. Das ist von vorne bis hinten liebevoll gestaltet. Klar, der ein oder andere Tiefpunkt ist mit dabei, wo man sagt, muss jetzt nicht unbedingt sein, für 230 Tacken sowas in einen Adventskalender zu packen, aber es sind schöne Produkte hier drin und hier zeigt sich auch wieder etwas ganz, ganz Wichtiges, Leute. Ich habe ja auch lange Jahre im Bereich Vertrieb, Marketing gearbeitet und hier siehst du einfach, dass Sallys Welt es verstanden hat, denn mit einem Adventskalender schaffst du dir Neukunden. Du möchtest, dass die Leute den Adventskalender geschenkt bekommen, dass sie ihn sich selber kaufen oder so, weil sie ihn irgendwo finden und dass sie danach, nachdem sie diesen Adventskalender geöffnet haben, langfristig auch gerne Produkte bei diesem Shop kaufen. Und das hat Sallys Welt hiermit geschafft. Denn ich kannte vorher die Produkte von ihr nicht und ich bin jetzt tatsächlich begeistert davon und bin einfach glücklich darüber, dass ich ihn mir gekauft habe und finde, dass hier hochwertige Produkte drin sind und das Sortiment sich einfach wundervoll präsentiert hat. Also es geht nicht nur ums reine Backen und so, also du hast halt auch einfach ein sehr, sehr breites Sortiment, sofern die Produkte alle auch bei ihr im Shop verfügbar sind, das weiß ich ja nicht. Du hast es liebevoll gestaltet und auch diese ganze Art und Weise, wie das bei einem zu Hause dann ja auch ankommt und wie das Ganze dann ja auch über den ganzen Advent begleitet wird, gibt eine Emotionalität mit. Und das ist etwas, was, wenn eine Firma das schafft, Gold wert ist. Und das hat Sallys Welt mit diesem Adventskalender bei mir auf jeden Fall geschafft. Krass, Leute, ne?
Was sagt ihr denn? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Feiert ihr das genauso wie ich oder habe ich jetzt gerade irgendwie nur emotional irgendwie so ein bisschen was verknotet? Der ist noch verfügbar. Schaut in der Infobox vorbei. Habe ich euch verlinkt. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Tauschen wir uns gerne aus und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.